Zum Abschluss des 25. Spieltages haben sich die Kölner Haie eine Menge vorgenommen. Nach zuletzt 3 Niederlagen mit insgesamt 22 Gegentoren bringen den Tabellennachbarn Hannover Scorpions wieder ein Erfolgserlebnis her. Und die Haie in Rot legen los wie die Feuerwehr. Stéphane Julien und Thomas Brandl mit dem frühen 1:0 für Köln. Erstes DEL-Tor für den 18-Jährigen mit dem berühmten Eishockey-Namen. Mit der ehemaligen Kölner Nummer 7 ist der Youngster aber nicht verwandt. Die Anfangsphase gehört ganz klar den Gastgebern. Die Haie machen weiter mächtig Druck. Wieder Brandl auf Marcel Ohmann. Und auch der trifft 2:0. Und wieder düpiert ein 18-jähriger Hannovers neuen Torwart Travis Scott. Der ehemalige Kölner hat sich sein Debüt im Scorpions-Gehäuse ganz sicher anders vorgestellt. Dann aber das erste Powerplay der Gäste. Adam Mitchell ans Außennetz. Mitchell setzt nach und bedient Chris Hörperger. 13. Minute, nur noch 1:2 aus Sicht der Scorpions. Hörperger behält in der Verwirrung vor dem Kölner Tor den Durchblick und bringt das Team von Hans Zach wieder ins Spiel zurück. Auch Zach hat ja schon früher in Köln gearbeitet. Die Haie jedoch, anders als häufig in letzter Zeit, vom Gegentreffer unbeeindruckt. 3 Minuten später. Stéphane Julien von der blauen Linie mit dem Schlenzer zum 3:1 für die Hausherren. Der Verteidiger überrascht Travis Scott aus der Distanz. Alles läuft nach Plan für die Haie-Fans. Dann erneut Überzahl Hannover, doch diesmal geht's in die andere Richtung. Jason Jaspers auf Ivan Tschirnik. Und der macht seinem Ruf als Torjäger alle Ehre. 4:1 Köln in Unterzahl. Tschirnik lässt sich auch vom Schläger seines Gegenspielers nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Klare Kölner Führung also nach 20 Minuten. In der ersten Pause wechselt Hannover den Torhüter. Levente Super nun im Kasten und das gleich bei doppelter Unterzahl seines Teams. Wieder Ivan Tschirnik auf Marcel Müller und wir hatten ganz viel Ruhe und trifft zum 5:1. 28. Spielminute. Die Kölner Haie steuern scheinbar einem sicheren Heimsieg entgegen. Nach Marcel Müllers 7. Saisontor geht die Mannschaft von Trainer Igor Pavlov einer beruhigenden 4-Tore-Führung in den Schlussabschnitt. Hannover noch einmal in Überzahl. Tore Wikingstad setzt sich schön durch und legt auf für Klaus Kattan. Das 2:5 aus Sicht des Scorpions in der 50. Minute. Ein eher untypisches Powerplay-Tor, aber eins, das Wirkung beim Gegner zeigt. Denn die Haie kommen offenbar ein wenig ins Grübeln. Hannover bleibt dran. Nicky Mond und Ben Cottreau. Nur 2 Minuten nach dem letzten Tor fällt das 3:5. Und es sind immer noch fast 9 Minuten zu absolvieren. Die Scorpions wittern Morgenluft. Bei den Haien beginnt das große Zittern. Wieder nur 3 Minuten später. Köln mit einer missglückten Befreiung. Und wieder ist die Scheibe drin. 4:5. Die Scorpions sind tatsächlich wieder dran. Adam Mitchell fälscht den Schuss von Köpchen ab. Bitter für Lars Weibel im Tor der Haie. Die Schlussminute. Hannover mit 6 Feldspielern. Köln wehrt sich verzweifelt. Aber vergeblich. Unfassbar. Chris Hörperger macht das 5:5. 32 Sekunden vor dem Ende. Riesenjubel bei den Gästen. Der Puck liegt wohl frei neben Weibel. Hörperger reagiert als Erster und schiebt die Scheibe rein. Und so sieht es auch das Schiedsrichtergespann nach Studium des Videobeweises. Einen 4-Tore-Rückstand haben die Scorpions also aufgeholt. Es läuft die Overtime und Hannover setzt noch einen drauf. Wieder Chris Hörperger. Er macht seinen Hattrick perfekt und besiegelt den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg der Niedersachsen. Das Ganze 27 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung. Die Hannover Scorpions gewinnen also ein unglaubliches Eishockeyspiel mit 6:5 nach Verlängerung. Die Leiden der Haie gehen dagegen weiter. Auch ein 5:1 Vorsprung reicht Köln heute Abend nicht zum Sieg.